Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mal wieder. Es ist gerade noch morgens und ich fange jetzt einfach noch schon an zu vloggen. Es ist noch vor der Arbeit, das heißt, ich gehe jetzt erstmal eine Runde joggen. Dann sehen wir uns mal. Hey Leute, mittlerweile ist es schon relativ spät geworden. Ich war heute joggen, war heute nicht so gut der Lauf und ich glaube, ich habe einen kleinen Sonnenstich gestern bekommen. Ansonsten war es ein gelungener Tag. Ich bin zur Arbeit gegangen. Wir sind dann zur Fahrschule gefahren, weil wir dann auch einen Beitrag gedreht haben. Und dann hatte ich gleich meine erste Fahrstunde. Dann bin ich wieder auf Arbeit gegangen. Auf jeden Fall sind gestern und heute ziemlich coole Sachen passiert, die YouTube auch in gewisser Weise mit betreffen. Gestern und heute habe ich mal mit meiner Fahrschule geredet. Oder die, besser gesagt, mit mir. Und die meinten, ich könnte gerne vloggen. Also ich kann euch mitnehmen in meinen Fahrstunden und das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also kann ich euch da auch ein paar Sachen zeigen, wie das eigentlich alles abläuft in der Fahrschule. Gerade für die Leute, die jetzt noch keinen Führerschein haben und die das interessiert. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog und ich gehe jetzt erstmal auf Arbeit. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich nur noch eine Stunde Zeit habe und danach mein Tennistraining losgeht. Bis dahin möchte ich noch kurz was gegessen haben und mein Video fertig geschnitten haben. Und zwar das Video, was jetzt in letzter Zeit die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, weil es ist relativ lang und es war ein Haufen Videomaterial, was ich erstmal durchgucken musste. Und ich hoffe, vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht noch nicht. Es liegt mir wirklich sehr am Herzen und ganz, um jetzt ehrlich zu sein, ich musste auch weinen, also als ich das Video geschnitten habe, weil einfach so viele Erinnerungen da auch dran hängen. Ich hoffe, ihr schätzt das und ich hoffe, euch gefällt das in gewisser Weise, weil vielleicht bedeutet das nicht so viel für euch, aber für mich bedeutet das schon eine ganze Menge. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das Video dann teilt, liked, meinen Kanal abonniert und einfach mir einen Kommentar da lasst, wie ihr es empfandet und ja. Falls das Video schon online ist, ist der Link zu dem Video auch nochmal in der Beschreibung oder in den Kommentaren.